Also heute reden wir über Zeitmanagement. Bisschen Krams zu mir. Das bin ich. Ich arbeite nach, ich bin mittlerweile Senior System, Unix Systems Administrator, was mir völlig egal ist. Ich arbeite in der Schweiz bei einer großen Bank. Bin in Wanne-Eickel geboren und bin Wirtschaftsflüchtling, also arbeite mittlerweile in der Schweiz. Gut. Mehr gibt es da unten. Dirk Daimke.net und ich mache einen Podcast mit dem Roman Hanhardt zusammen. Daimhardt.net. Ja, diese Textdatei wird hinterher bereitstehen. Ich mache ein bisschen was bei Ubuntu seit 2005. Ich lese das jetzt nicht alles vor, wenn das für euch okay ist. Ich mache auch seit 2009 noch ein bisschen was, vor allem Zeilenumbrüche. Wer mehr wissen will, da gibt es auch ein paar Links zu den Vorträgen, die ich bis jetzt gehalten habe, und d5e.org/ubuntu. Im englischsprachigen Wiki das Ganze nochmal in Englisch. Schwupps. Worum geht es? Es geht um praktische Administration. Es geht um vor allem darum, wie man bestimmte Ideen in der Administration umsetzt. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Server zu administrieren oder zu zeigen, wie irgendwelche Programme funktionieren, sondern es geht einfach darum, das Drumherum irgendwie in den Griff zu bekommen. Also wer jetzt unbedingt was auf Ubuntu-Servern sehen müsste, der ist hier auf jeden Fall verkehrt. Wer gerne mit mir darüber reden möchte, wie man seine Zeit am besten managt, beziehungsweise wie man seine Zeit am besten einteilt, der ist hier richtig. Jetzt wäre noch die Chance zu gehen. Ansonsten wird die Tür gleich abgeschlossen. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Die Textdatei steht auch bereit. Ich habe auch was zu der Präsentationstechnik geschrieben. Das ist eine einfache Textdatei, die ich mit Vim anzeigen lasse. Und da ist so ein Syntax-Highlighting drin, was so ein paar Sachen hervorhebt, out of the box, ohne dass man groß was konfigurieren muss. Und das macht es mir relativ leicht, ein bisschen Text zusammenzuschreiben. Mittlerweile mache ich das mit LaTeX. Aber das geht halt doch deutlich schneller. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, was die Eigenschaften eines Systemadministrators sind, was meiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft eines Systemadministrators ist, nämlich Faulheit. Man muss bereit sein, viel zu tun und hinter wenig zu tun. Ich habe gesagt, was die System Administrator Skills zu Systemadministratoren sagt und welche Level es da gibt. Und ich habe über das Admin-Leben gesprochen und dann hätte ich eigentlich noch eine lockere Stunde, anderthalb füllen können. Das war das Zeitproblem und das war passend. Ich möchte genau da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und ich habe aufgehört beim System Administrators Code of Ethics, was so viel heißt wie ethischer Verhaltenskodex für Systemadministratoren. Das ist ein Verhaltenskodex, den sich Systemadministratoren in der System Administrators Guild, das ist in Amerika eine Organisation, gegeben haben, um das zu beschreiben, was sie in der Arbeit tun. Ihr merkt schon, das ist in Englisch. Ich denke, für einen Systemadministrator in einer größeren Umgebung ist es unerlässlich, überhaupt Englisch zu können. Viele Manpages sind noch in Englisch. Und wenn man Support, externen Support nutzt, muss man Englisch zumindest schreiben und lesen können. Sprechen ist nicht ganz so wichtig, aber schadet auch nicht. Also wir sind Systemadministratoren und wir verpflichten uns, bestimmte Regeln einzuhalten. Wir wollen professionell sein. Überall werden wir professionell sein, auf der Arbeit und auch außerhalb. Wir wollen integer sein, also wir wollen ehrlich sein mit dem, was wir tun, das auch umsetzen und diese Ehrlichkeit nach draußen bringen. Wir wollen ehrlich unsere Fehler kommunizieren, weil nur so kann Unternehmen weitergehen. Wir vertuschen keine Fehler, sondern wir reden über unsere Fehler. Wir lernen auch aus unseren Fehlern, wir wollen das zumindest. Und wir wollen gucken, dass wir Interessenskonflikte so weit wie möglich vermeiden. Das ist gar nicht uninteressant, weil wenn man für eine Firma arbeitet, ist das nicht immer unbedingt machbar. Ich habe das jetzt einfach nur mal aufgenommen, weil das halt wichtige Prinzipien sind. Ich will jetzt auch nicht alle komplett durchgehen. Man hat als Administrator ziemlich viel Zugriff auf sehr viele vertrauliche Informationen. Und es ist wichtig, dass diese Informationen vertraulich bleiben, wirklich gar nicht an andere weitergegeben werden. Dass man diese Privatheit der Daten nutzt. Dass man sich an Regeln und Richtlinien hält. Dass man offen kommuniziert, auch mit dem Management. Und dass man auch sagt, wenn etwas im Argen ist. Es ist ganz wichtig, als Administrator hat man im Unternehmen eine Informationspflicht. Wenn man nicht informiert, ist man haftbar. Wenn man sieht, dass es einen Missstand gibt, ob nun Datenschutz oder was auch immer, wenn man darüber nicht informiert, ist man haftbar. Sobald man informiert, ist man raus. Natürlich schriftlich. Wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, der bleibt, genau. Das ist ein guter Grundsatz. Es haftet die Geschäftsführung, die kann die Haftung auch nicht delegieren. Die Geschäftsführung bleibt haftbar
für alles, was passiert. Aber ihr seid in der Pflicht, zu informieren. In jedem Fall. Das sowohl nach deutschem als auch wie nach Schweizer Recht. Das ist genau das Gleiche. Informieren ist wichtig. Ja, wir wollen natürlich die Systeme integer halten. Wir wollen gucken, dass die laufen, dass die nicht zusammenbrechen. Wir wollen die nachpflegen. Und wir wollen es einfach gut machen. Und hier spielt halt die Faulheit eine Rolle. Lieber ein bisschen mehr Zeit in den Aufbau von Systemen stecken und dafür später weniger Probleme haben, als schnell machen und dann immer wieder nacharbeiten müssen. Das ist wichtig. Ja, wir bilden uns weiter. Es gibt einen Leitsatz des lebenslangen Lernens. Der gilt nirgendwo so wie in der Systemadministration. Es gibt immer wieder neue Programme, es gibt immer wieder neue Tools, es gibt immer wieder neue Sachen, die man lernen muss. Und die muss man auch lernen einzusetzen. Wir setzen uns natürlich auch über unsere Ziele hinaus ein. Zum Beispiel halten wir Talks auf der UBOCON oder auf anderen Konferenzen. Also es ist ein bisschen in die Breite gehen. Es gibt sehr viele von uns, aber wir sind halt nicht so sichtbar. Ja, und wir sind auch sozial verantwortlich. Es gibt auch eine ethische Verantwortung. Also ich lese es jetzt nicht alles vor, das könnt ihr euch später runterladen und gerne nochmal durchlesen. Das steht auch auf der Webseite, die ist, glaube ich, verlinkt. Zeitmanagement, eigentliches Thema heute. Zeit ist chronisch zu knapp, obwohl alle Leute gleich viel Zeit zur Verfügung haben. Wir haben alle 24 Stunden und nicht mehr. Die Zeit kann man mit Schlafen nutzen, das machen sehr viele, 9 Stunden am Tag und gut, ist okay. Aber man kann die Zeit auch anders nutzen. Jeder Nutzer, der anruft, denkt, dass sein Problem das Wichtigste ist. Grundsätzlich und immer. Egal, ob er gerade nicht drucken kann oder ob er ein i-Tüpfelchen nicht machen kann oder ob er gerade eine Taste nicht drücken kann, das ist das wichtigste Problem. Wenn die komplette Banking-Lösung des Unternehmens steht, ist es völlig egal. Es ist viel, viel wichtiger, dass man gerade die E-Mail an die Freunde rausschicken kann. Jeder Nutzer denkt, dass sein Problem das Wichtigste ist. Neben den störenden Nutzern, unsere Systeme laufen am besten ohne Nutzer, haben wir natürlich noch Projektarbeit zu leisten. Nebenbei werden ständig unterbrochen, kriegen wieder eine Störung. Nochmal das Telefon. In Summe, unsere Prioritäten sind komplett fremdbestimmt. Erst kommen die Kunden, dann kommen die Nutzer. Erst kommen Störungen, die alle betreffen, dann kommen Störungen, die einige betreffen, dann kommen Störungen, die Einzelne betreffen. Wobei das nur halb richtig ist. Wenn der Einzelne der Geschäftsführer ist, dann ist die viel, viel wichtiger als die Störung, die alle betrifft. So ist es leider. Das ist mein Lieblingszitat. Zum Zeitmanagement. Es gibt einen Holzfäller, der mit einer stumpfen Axt auf Bäume einschlägt und keine Zeit hat, seine Axt zu schärfen, weil er noch so viele Bäume fällen muss. Das gilt für uns in ganz besonderem Maße. Wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, uns in ein Tool einzuarbeiten, weil wir noch so viel Arbeit zu leisten haben, aber dieses Tool, diese Einarbeitung in das Tool könnte uns Arbeit abnehmen, sollten wir das doch tun. Das ist, trifft sehr viel. Es lohnt sich auch da vielleicht mal eine Überstunde zu investieren und zu sagen, ich richte das lieber so ein, dass ich kommend weniger Probleme habe, als ständig davor zu sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ich bin relativ aktiv, ich mache bei Ubuntu relativ viel, ich helfe bei Radio Tux ein bisschen mit, ich helfe bei 2, 3 anderen Projekten noch ein bisschen mit. Und das geht nur, wenn man es vernünftig managt. Und das kann auch richtig aus den Gleisen kommen, dazu komme ich gleich noch. Wichtig ist, dass man lernt, Nein zu sagen, was nicht immer einfach ist, gerade bei Vorgesetzten nicht. Aber man kann Vorgesetzten bitten, zu priorisieren. Wenn der Vorgesetzte kommt und immer mehr Arbeit aufdrückt und immer mehr Arbeit draufdrückt und immer mehr Termindruck aufdrückt und sagt, hey, das schaffst du alles, dann musst du einfach sagen, okay, ich mache dir alles, aber sag mir, in welcher Reihenfolge ich das machen soll. Wichtig ist, dass man sagt, hey Vorgesetzter, was ist dir wichtig? Was willst du als erstes getan haben? Dann sagt man, hey, ich brauche da, weiß ich nicht, 2 Tage für. Man rechnet natürlich immer mit ein bisschen Puffer. Und dann kann der Vorgesetzte nach 2 Tagen kommen und sagen, hey, bist du fertig damit oder nicht? Dann kannst du jetzt dieses machen. Wichtig ist, dass der Vorgesetzte sagt, was ihr in welcher Reihenfolge tun sollt. Ihr selber habt vielleicht eine andere Meinung davon und ihr selber denkt auch, dass ihr etwas in einer besseren Reihenfolge habt als euer Vorgesetzter, aber der Vorgesetzte ist der euch das Gehalt gibt. Oder der dafür sorgt, dass ihr das Gehalt bekommt. Aber das Problem ist, dass sie halt meistens nie den Einblick haben, um das abschätzen können. Dann sagt er zum Beispiel, ja, ich will jetzt meine Apache-Firma zum Laufen haben und darf nicht mal überhaupt einen Server dastehen. Ja, okay. Und das hört ich schon relativ oft. Ist es so?
aber in dem Moment auch da Dialog sagen, ja, ich kann keinen Server auf nichts bauen. Richtig, das dauert dann so eine halbe Stunde, wo du nur Zeit im Diskutieren verbringst, das ist dann auch nervig. Aber ist halt nötig, ne? Das ist derjenige, der euch später auch vielleicht dafür sorgt, dass ihr Weihnachtsgeld bekommt oder so, weil das ja auch eine freiwillige Leistung ist. Von daher ist das gar nicht so interessant. Wichtig ist zum Thema Parallelarbeiten, Menschen sind nicht multitaskingfähig. Niemand ist multitaskingfähig. Wir sind rein sequenziell, grundsätzlich. Wir können nur konzentriert an einer Sache gleichzeitig arbeiten. Wir können nicht konzentriert an zwei Sachen arbeiten. Auch nicht, wenn es Frauen sind. Auch, wir sind jetzt gerade keine da, aber auch Frauen können das nicht. Neue Studien behaupten das. Wenn man von Aufgabe zu Aufgabe springt oder parallel arbeiten muss, dann geht immer ein Teil für das Umschalten verloren. Man redet von 15 Minuten Einschwingzeit. Man braucht ungefähr 15 Minuten Zeit, tief in eine Aufgabe reinzukommen. Und die hat man bei wechselnden Aufgaben immer. Das heißt, das geht in so einem Sägezahnmuster. Erst wenn man an einem oberen Level ist und eingearbeitet ist, dann kann man sehr, sehr konsequent und sehr, sehr gut arbeiten. Wenn dazwischen wieder eine Unterbrechung kommt, dann geht der Sägezahn wieder nach unten. Dann braucht man wieder 10 bis 15 Minuten, bis man oben ist. Und erst dann ist man wieder auf dem Level, wo man produktiv arbeitet. Und wenn man das immer so im Wechsel macht, dann ist die Fläche unter den Sägezahnen ist relativ gering. Jo. Bloß dann kommt vom Chef, aber das dauert doch nur 5 Minuten, das machst du dann schnell. Und dann kommt das nächste, was nur 5 Minuten dauert und das, was nur 5 Minuten dauert. Und am Ende vom Tag ist nichts erledigt. Und dann heißt es, warum ist nichts erledigt? Also ich habe im Moment einen sehr guten Chef, vielleicht den besten, den ich hier hatte. Der versteht was vom Fach, dem brauche ich keinen vom Pferd zu erzählen. Der weiß auch, wie Arbeit dauert, da kann man Glück haben. Ich mache es sonst in der Textdatei. Ja, ich habe so einen Editor auf, Vim auf dem Windows und schreibe da rein, wann mal wieder eine Unterbrechung kam, wenn es drauf ankommt. Und das ist sehr interessant, das Gesicht von einem Vorgesetzten zu sehen, wenn man sieht, dass der 20 Mal am Tag drin war. Und das weiß er überhaupt nicht. Ach, ich habe da eine Idee, mach mal schnell. Ja, und das kriegt er gar nicht mit, weil es ist für den völlig normal, du bist ein Untergebener und mach mal eben. Der kriegt das gar nicht mit, dass der 20 Mal bei dir war, dass er dich 20 Mal rausgerissen hat. Weil die Chefs meist gar nicht wissen, was die Arbeit ist. Und dass das was mit Konzentration zu tun hat. Wir haben gerade umgebaut, und das ist bei uns an der Uni zum Beispiel. Und wir haben einen Flash auf Videos gestellt, seitdem geht da gar nichts mehr. Also da bist du ständig nur noch am Rennen. So, ja, wo ist denn hier Office? Ich so, ja, oben Office ist generell, will ich nicht, ich will Microsoft. Ja, gibt's nicht, tut mir leid. Geh in Windows Pool. Nee, ich will den Pool. Ja, die bringt dein Laptop mit. Die Menschen sind Gewohnheitstiere. Das ist genau das Problem. Als ich mit OpenOffice mal angefangen habe, habe ich mich auch gewundert, dass das unter Format Seite liegt und nicht unter Datei-Seiteneinstellungen, wie es von Microsoft Office gewohnt war. Aber es ist logischer. Aber man will sich halt nicht umstellen. Du suchst jeden Klick neu. Die Leute lernen Klickfolgen, die lernen aber nicht eine bestimmte Software. Und das ist auch genau das Problem, was ich momentan in der Schule sehe. Die Leute kriegen Produktschulungen, aber nicht Konzepte beigebracht. Wie gesagt, unsere Systeme laufen am besten ohne User. Leider sind die das Geld reinbringen. Das ist leider so. Ich habe einen Instant Messenger auf der Arbeit, der ist aber nur firmenintern. Ich würde in jedem Fall, wenn ich konzentriert arbeiten muss, Jabber und IRC ausmachen. Und wenn ihr nicht gerade ein Ticketsystem habt, was euch per Mail benachrichtigt, wo auch wichtige Requests reinkommen, würde ich auch E-Mail ausschalten bei Projektarbeit. Kommunizieren. Chef sagen, ich mache gerade Projektarbeit, ich mache meinen Mail-Client eine Stunde aus oder zwei oder drei oder fünf. Oder am Tag. Wenn der Chef sagt, du musst dich um deine Mailzeit nach kümmern, gut. Mails haben Datum. Ihr könnt sagen, wann die Mail reingekommen ist. Da seid ihr unterbrochen worden. Kommunikation, reden, sprechen, erklären. Eisenhower ist für Manager. Es gibt so eine ganz tolle Strategie, Sachen zu priorisieren. Es gibt Sachen, die sind wichtig und dringend, die kriegen Priorität A. Es gibt Sachen, die sind nur wichtig und nicht drin, die kriegen Priorität B. Es gibt Sachen, die sind nicht wichtig und nicht dringend, die kriegen Priorität C. Und es gibt Sachen, die sind nicht wichtig und nicht dringend und da steht so ein Mülleimer. Und bei diesem Eisenhower ist es so, dass bestimmte Aufgaben an andere delegiert werden sollen. Normalsterbliche, habe ich extra dazu geschrieben, können nicht delegieren. Ich weiß nicht, an wen ich delegieren soll. Ich bin selber einer von momentan in einem Team 15 Administratoren. Ich kann es nicht an andere delegieren, die haben auch Aufgaben zu erledigen. Ich muss meine Arbeit tun. Und viele Firmen, gerade mal sage ich so bis 100 Leute, die haben nur einen Administrator. Da ist nichts mit Delegieren. Ausfallsicherheit gibt es da nicht, genau. Du darfst nicht krank werden.
Das ist leider die Realität. Das ist viel Text leider. Das ist synchron versus asynchron. Asynchron heißt, dass ich selber bestimme, wann ich bestimmte Sachen bearbeiten möchte. E-Mail ist asynchron. Ich bekomme eine Mail und antworte darauf. Ich bekomme eine Mail und entscheide, wann ich antworten will. Synchron ist ein Telefonanruf. Ich muss drangehen und ihn gleich bearbeiten und ich werde direkt in meiner Arbeit unterbrochen. Instant Messenger ist synchron. Ich werde direkt in meiner Arbeit unterbrochen. IRC ist genauso synchron, wenn man es so benutzt. Nach Möglichkeit immer asynchron. Gucken, dass man passiv bleiben kann und die Zeit bestimmen kann, wann man bestimmte Aufgaben durchführt. Ein gutes Beispiel dafür ist auch Informationen. Man kann Informationen zu sich kommen lassen über RSS-Feeds oder Newsletter oder Mailinglisten oder man kann aktiv jeden Tag 100 Webseiten besuchen und sich zu informieren. 100 Webseiten besuchen ist auch asynchron, aber ist ziemlich aufwendig, kostet sehr viel Zeit. RSS ist eine Möglichkeit, wenn eine neue Nachricht da ist, die sich schicken zu lassen und nachher zu lesen. Und dann auch noch in der chronologisch richtigen Reihenfolge. Ja? Das gilt übrigens auch für den Kunden. Es ist immer einfacher, den Kunden zu informieren über eine Aktion, die irgendwann läuft, als Nachfragen vom Kunden beantworten zu müssen. Absolut. Information ist total wichtig. Also besser ist, wir sagen, wir sehen die Störung kommen, als wenn wir den Kunden anrufen lassen, dass er gestört ist, wollte ich gerade sagen. Dass eine Störung vorhanden ist und dass er nicht arbeiten kann. Erstmal erhöht das eure Glaubwürdigkeit und es gibt euch einen sehr guten Stand, dass ihr ein Problem vorhergesehen habt und ihr blockt damit hunderte von Anrufen. Man kriegt es schneller mit als der Kunde, möglicherweise. Mhm. Sollte man den Kunden dann trotzdem informieren? Ja. Absolut. Ja. Ich würde vielleicht noch eine Unterscheidung machen zwischen interner und externer Kunde. Das ist dann Unternehmensrichtlinie. Weil da sagt das Unternehmen dann vielleicht auch, ey, hör mal zu, ein bisschen Glück kriegt das keiner mit und unsere Service Level Agreement ist total eingehalten und alles ist toll. Ich bin kein Fan davon, ich würde direkt proaktiv informieren wollen. Aber es kann eine Unternehmensrichtlinie sein, zu sagen, bitte nicht so offen. Dann kriegen die ja mit, dass wir nur Menschen sind. Das wollen wir nicht. Gibt ihr recht, aber interne Kunden würde ich immer sofort informieren, nach Möglichkeit. Und ganz wichtig, wenn man schon informiert, dass etwas passiert, dann muss man auch darüber informieren, dass der Normalzustand wiederhergestellt ist. Also im Fall einer Störung. Ja? Also einmal Achtung, wenn da jemand mitträgt, so nach dem Motto, ja, das System ist ausgefallen und das ist eine Verfügbarkeit von 96%, vertraglich vereinbart gewesen, dann ist ganz wichtig, dass man zum richtigen Zeitpunkt die Mail hinterher schiebt und jetzt folgt. Also wir haben das große Glück, dass wir so eine riesen Jabber-Installation in der Firma haben. Wie gesagt, nicht mit Kontakt nach draußen. Wir nutzen Jabber-Räume dafür, um die Kunden zu informieren. Wir sagen dann, hier ist eine Störung aufgetreten, kommt zu uns in diesen Jabber-Raum und da sagen wir auch, auf welche Steps wir gerade durchführen, wo wir gerade sind. NFS-Shares kaputt gegangen, wir mounten jetzt neu oder wir unmounten jetzt erstmal alle Shares und dann schön informieren. Viel informieren ist wichtig. Dann kann es auch 5 Minuten länger dauern, das ist nicht egal, aber wenn die Kunden informiert sind, ist alles in Ordnung. Das ist auch diese Prozentanzeige bei Installationen. Dadurch geht es ja nicht schneller, aber man hat den Eindruck, dass es vorwärts geht. Das spielt eigentlich genau in die gleiche Richtung. Das ist übrigens auch eine Aufgabe, die man delegieren kann. Da sollte man sich dann einfach eine Dame aus dem unmittelbaren Bereich nehmen, die dann informiert, weil es schlecht, der Troubleshooter verwendet seine Zeit auf Troubleshooting, ja, und sollte eigentlich nicht gleichzeitig informieren. Ich würde auch in jedem Fall schauen, dass ich in einem Team von wenigstens 2 Leuten arbeite und dass dann einer an dem Problem arbeitet und der andere das Telefon übernimmt zum Beispiel. Wir waren wieder bei der kleinen Firma mit einem Administrator. Ja, das kann man machen. Beziehungsweise wenn man gerade zu Hause sitzt, das Problem gerade erst aufgetreten ist. Also ja, gut, forschst du mit der Firma, nimm nur jemanden oder arbeitest schlecht von zu Hause am Problem. Ich habe es auch schon gemacht, mein Diensttelefon in der Bereitschaft auf den Vorgesetzten umzuleiten und gesagt, du nimmst jetzt alle Telefonanrufe entgegen und ich kümmere mich um das Problem und wenn ich fertig bin, rufe ich dich an. Ja, aber mein Kopf abreißen, wenn ich sowas kriegen würde. Ohne Absprache natürlich, aber... auch mit Absprache. Nein. Ich habe in der alten Firma, wo ich war, habe ich einen Abteilungsleiter rausgeschmissen und habe dem gesagt, entschuldige bitte, entweder ich arbeite jetzt für die Lösung deines Problems oder ich unterhalte mich mit dir, was ist dir wichtiger? Nee, den musste ich sitzen. Was ist Ihnen wichtiger? Forchheim. Und
da hat er mich puterrot angeguckt, wollte schon anfangen zu explodieren. Und das ist der Leiter der Informatik, der stand daneben. Der hat dann gesagt, hey, wir lassen den mal arbeiten, wir gehen jetzt mal raus. Und er hat mir hinterher gesagt, die Art und Weise, wie ich dem das gesagt hätte, wäre nicht okay gewesen, aber in der Sache hätte ich recht gehabt. Ja gut, wie kommuniziert man das dann in dem Fall? Nicht. Also ganz einfach, in dem Fall hätte der Leiter IT, der Boss ist, der diese Rolle übernehmen müsste. Ja, der war sogar mein Boss letzten Endes, also drei Stufen über mir. Genau das wäre es gewesen, aber meine Art und Weise wäre eigentlich gewesen zu sagen, wenden Sie sich bitte an den Leiter Informatik. Ich werde ihn informieren, sobald ich fertig bin. Das wäre der korrekte Weg gewesen. Also was sagt er, ich will aber jetzt mit Ihnen reden. Ja, man kann ja nicht erziehen. Aber wenn mein Vorgesetzter sagt, entschuldigen Sie bitte, wir lassen ihn jetzt alleine, Sie reden jetzt mit mir, Sie haben mit dem überhaupt nichts zu tun, Sie überspringen hier keine Hierarchiestufen, wir reden auf einer Stufe miteinander, dann hat er, ist passiert, dann ist das so. Aber das ist halt nichts für kleine Firmen. Machst du nichts dran. Also ich habe in einer kleinen Firma angefangen, da machst du sowas einfach nicht. Aber da kann man sich auch jemanden greifen, der gerade nicht arbeiten kann, weil du an einem Problem arbeitest und sagst, pass mal auf mein Telefon auf. Wenn man da ist, ja. Henne-Ei, oder? Richtig. Aber das lohnt sich auch, da mit dem Vorgesetzten mal drüber zu reden. Entschuldige, wenn ich einen Bereitschaftsfall habe, der dringend ist, kann ich in diesem Falle dich anrufen und das Telefon übernehmen? Das Problem ist, ich arbeite mehr oder weniger als Student an Projektserver. Mhm. Und ich bin der Einzige, der hat jetzt endlich mal einen Assistenzposten bekommen. Ja gut, müsste erstmal eingearbeitet werden, schreibt es auch an der mehrseitigen Server-Dokumentation, die sich erstmal durchlesen müsste. Mhm. Und dann zu sagen, ja, pass mal auf, ruf meinen Dozenten an oder irgendein Redakteur in der Anverstanden, ja. Da geht das nicht. Also ich bin im Endeffekt eigentlich die Ansprechperson für technische Probleme. Ja, auch da hilft manchmal das Telefon auszumachen und gerade mal keinen Empfang zu haben. Ja, danach kriegt man aber wieder Anschlüsse von wegen, ja, dann ist es so. Richtig, das ist immer so ein Hin und Her, gucken, das lösen, das muss dann halt abgeblockt werden und im Endeffekt kriegt man weiter auf den. Ich meine, du kannst 5 Stunden lang jedes Telefonat entgegennehmen oder in 2 Stunden fertig sein. Dann entscheide ich mich lieber dafür, dass das Telefon kaputt ist. Ja, oder ich spreche auf die Mailbox auf, arbeite ja gerade an der Lösung Ihres persönlichen Problems. Das Problem ist, halt bei Ihnen vor der Haustür, das ist halt gerade schlecht. Also wenn mir einer bei mir vor der Haustür steht, dann haue ich um. Das ist halt nur, falls du so dezent bist. Und ich habe 2 Hunde, die können das auch erledigen. Also ich schläge einen Hund zu. Nein, da würde ich wirklich explodieren. Da hört es dann auch wirklich tatsächlich auf. Da ist genau der Punkt überschritten. Es gab dann noch Momente, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist alles zu spät, dann wird einfach mal die Netzdose komplett gezogen und Handy aus. Aber ja, genau. Oder ich setze mich bei Starbucks rein, die haben WLAN, trinke da einen Kaffee und dann findet mich eh keiner. Also ich meine, schön ist anders, ja? Ja, immer. Eine Frage, bitte. Problem, Delegation. Mhm. Wir waren nun, man lässt den Vorgesetzten, gegebenenfalls die anderen Gegenden. Ich habe schon einige Mal erlebt, dass der Vorgesetzte seine Anrufe auf einen weiteren technischen Problem, was auch immer, ne? Wie wehrt man das ab? Gar nicht, ist das Vorgesetzter. Ja, aber im Endeffekt ist Zeitmanagement das, was er gerade auch mehr reinhält. Muss man drüber reden. Also du kannst es sicherlich nicht an einem Abend lösen, aber du musst mit deinem Vorgesetzten. Tut mir leid, das ist leider eine Standardantwort, ich habe da jetzt kein Patientrezept für, aber du musst mit dem Vorgesetzten darüber reden, das kann nicht funktionieren. Nicht, wenn dringende Störungen sind. Wir haben zum Beispiel in der Firma die Auflage, jede Störung, die länger als 15 Minuten ist in der Bereitschaft, die muss an einen Incident Manager weitergeleitet werden. Und der nimmt dann alle Telefonanrufe entgegen und der macht den ganzen Verwaltungsapparat dahinter. Aber das, gut, wir haben eine IT-Abteilung von 12.500 Leuten, das ist halt eine Nummer größer. Ja, da gibt es ein paar Leute mehr, die das machen können. Und wir haben unter uns Kollegen auch die Absprache, dass jeder den anderen Kollegen anrufen kann, auch nachts. Weil es kann jeden mal erwischen, dass er nicht. Keiner kann alles wissen, es kann jeden mal erwischen. Also, ich habe auch schon einen Kollegen morgens um 4 aus dem Bett geholt, als ich meine erste Bereitschaft gemacht habe. Schön ist anders. Egal, was du tust, es ist immer Dialog. Du musst immer gucken, dass du mit den Leuten im Dialog bleibst. Also, es ist. Und wenn es wirklich richtig scheiße ist, dann lohnt es sich vielleicht auch darüber nachzudenken, eventuell woanders zu arbeiten. Man hat ja eine ungekündigte Stellung, man muss es nicht ad hoc tun, aber man kann darauf hinarbeiten, vielleicht einen besseren Job zu bekommen. Irgendwo. Leider ist er oft mit örtlicher Veränderung verbunden. Ich bin auch ausgewandert. Und das ist nicht immer schön, aber das ist ein anderes Thema. Oh, Selbstverwaltung. Manchmal kostet die Verwaltung mehr Zeit als die Bewältigung der Aufgaben. Das ist, was du gerade sagtest, auch zur Dokumentation. Aber es lohnt sich, über ein Zeit- oder Aufgabenverwaltungstool nachzudenken. Das habt ihr schon gesagt, so ein Ticketsystem zum Beispiel. Das hilft immens.
Aber das ist ein Prozess. Also wenn man merkt, dass man mit dem System, was man da hat, nicht zurande kommt, dann braucht man dieses tote Pferd nicht ewig reiten, sondern man sucht nach einem neuen toten, nicht nach einem neuen toten Pferd, sondern nach einem neuen Pferd, was man dann reiten kann, was dann vielleicht auch wirklich vorwärts geht. Das kostet Zeit, ja. Wieder der Holzfäller. Es lohnt sich, da Zeit zu investieren, um am Ende Zeit zu sparen. Und es lohnt sich auch, da Überstunden zu machen, vielleicht sogar unbezahlte Überstunden zu machen. Aber man hat es hinterher dann leichter. Aus diesem Grund mache ich sehr viel auf Papier. Aber mittlerweile, das habe ich nicht ändern sollen. Mittlerweile mache ich das über ein TaskWarrior.org, über ein Kommandozeilentool. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich die Folie gemacht habe, war das auf Papier. Wobei ich von Folien zu reden immer noch komisch finde. Mantras. Mantras sind im Prinzip eine einfache Umschreibung, um Nachdenken zu sparen. Es gibt bestimmte Fragen, die braucht man überhaupt nicht zu beantworten, weil man eigentlich die Antwort schon kennt. Soll ich ein Backup von dieser Datei machen? Natürlich. Wenn ich mir die Frage stelle, dann scheint sie schon wichtig zu sein, mache ich sie einfach. Soll ich etwas dokumentieren? Ja, klar. Da brauche ich jetzt nicht zu investieren und Pro und Contra abzuwägen, eine Liste mit Punkten aufzusetzen und hinterher zusammenzuzählen. Plus 5, minus 10. Ich mache es nicht. Die Zeit, die ich da rein investiert habe, diese Liste zu führen, hätte ich auch in die Dokumentation stecken können. Und wenn es nur Stichpunkte sind. Für die Messis unter uns, der letzte Satz, wenn du dir die Frage stellst, etwas wegzuschmeißen oder zu behalten, wirf es weg. Dann ist die Zeit sowieso abgelaufen. Der wird automatisch jedes Jahr aufgeräumt. Ich habe es eine Zeit lang so gemacht, mit vielen Dokumenten, die ich zu Hause hatte, die habe ich alle in eine Kiste geräumt, da habe ich ein Datum drauf geschrieben und wenn ich die Kiste 3 Monate nicht aufgemacht habe, habe ich die ganze Kiste weggeschmissen, ohne nochmal reinzugucken. Ich habe es natürlich vorher, bevor ich die Sachen da reingelegt habe, durchgeschaut. Aber eigentlich ist das nur für Weicheier, weil so in dem Moment, wo ich mir die Frage gestellt habe, hey, brauche ich das noch? Ja, war doch klar, dass ich es nicht mehr brauche, wofür denn auch? Also jetzt machst du es nicht mehr, sondern schmeißt es direkt weg. Ich schmeiß sehr viel direkt weg, ja. Ich schmeiße aber viel weniger direkt weg, als ich wegschmeiße. Gut, nobody's perfect. Und genau dann kommt wieder der Worst Case, das hätte ich jetzt gebraucht. Ja, aber dann hast du es halt nicht mehr. Dann brauchst du auch nicht drüber nachzudenken, wo es ist. Du weißt ja, dass du es nicht mehr hast. Ja, dann brauchst auch keine Zeit, in Suchen zu investieren. Richtig. Ja, bei manchen Sachen suchst du länger, als du es eigentlich selber nachmachen könntest. So zum Beispiel, wenn du Skripte schreibst, dann schreibst du schneller ein neues Skript, als wenn du das alte suchst. Auch schon passiert. Bitte. Da gibt es eine ganz einfache Methode, man legt ein Inhaltsverzeichnis zu jedem Paket an. Und das Item, was auf das Inhaltsverzeichnis eingetragen wird, bedeutet ja Arbeit. Dann denkst du darüber nach, brauchst du das wirklich? Oder sehr guter Tipp, ja. Und dann nimmst du nur die Inhaltsverzeichnisse und die legst du, ich sag mal, in greifbare Nähe an. Dann guckst du mal rein. Sehr gute Idee. Als wir in die Schweiz gezogen sind, mussten wir auf jede Umzugskiste draufschreiben, was drin war, weil der Zoll drüber guckt, ob du nicht verbotenerweise zu viel Alkohol einführst oder so. Und da ist auch viel weggekommen. Ja, da haben wir auch sehr viel weggeschmissen. Genau. Aber wahrscheinlich auch genau aus diesem Grund, weil es nämlich Arbeit war, alles diese Liste ordentlich zu pflegen und sauber hinzubekommen. Genau. Also wissen, wo was steht, ist besser als suchen, wo was ist. Das hatten wir gerade. Wichtig ist, dass alles seinen Platz hat. Bei mir sieht der Desktop auf der Arbeit immer identisch gleich aus. Es gibt so ein Programm unter Windows, das nennt sich Task Juggler. Damit kann man die Taskbar sortieren. Das, was GNOME out of the box kam und KDE out of the box kam, wo man unten die Sachen verschieben kann. Bei mir sieht der Desktop jeden Tag gleich aus. Ganz links ist mein iConnect, also mein Jabber-Client. Dann kommen drei Screen-Sessions, mit denen ich arbeite. Dann kommt Outlook, leider. Dann kommt das Ticketsystem. Aber es sieht immer und jeden Tag immer identisch gleich aus. Zumindest die ersten 10 Tabs, die sind immer gleich. Dann kommen natürlich noch später irgendwelche andere Tabs dazu. Aber die sehen immer gleich aus. Ich suche nicht. Ich weiß genau, wo ich hinklicken muss, wenn ich was tun muss. Hört sich ein bisschen verrückt an, ich weiß. Aber auch das hilft. Es ist eine Kleinigkeit. Es sieht immer identisch aus. Auch wenn ich hier meinen Rechner anmache, meinen privaten Rechner anmache, ich habe immer ein Shell-Fenster offen, ich habe immer ein Mail-Fenster offen und ich habe immer einen Webbrowser offen. Und genau in der Reihenfolge. Immer. Immer dasselbe. Das ist das, was ich jeden Morgen mache. Ich mache ein Shell-Fenster auf, ich mache mein Mail-Programm auf und ich mache meinen Browser auf. Ja, das kann man automatisieren. Und das kann man sogar automatisieren, ganz genau. Ganz genau.
Weil bei den ganzen Tools, die ich sonst benutze, muss ich immer so Passwörter noch zwischendurch eintippen, da muss ich dann dabei sein. Aber ansonsten lässt sich das alles automatisieren, genau. Ein guter Punkt. Wenn man seine Terminplanung mit Zetteln macht und damit gut zurechtkommt, ist das toll. Wenn man die Zettel, wenn man weiß, wo die Zettel sind, wenn man die im rechten Schuh aufbewahren will oder, weiß ich nicht, in der rechten hinteren Gesäßtasche, völlig in Ordnung. Hauptsache, sie sind da, wo man sie wiederfindet. Und ist jetzt Split geschlossen. Genau, also jeder so, wie er will. Es gibt keinen, der absolute Wahrheiten hat, auch ich nicht. Jeder muss seinen eigenen Stil finden, aber das sind Sachen, die helfen. Mein Arbeitstag sieht zudem auch jeden Tag identisch aus. Es ist auch langweilig, aber es hilft, mich eigentlich auf die Inhalte des Tages zu konzentrieren und nicht um, wie ich meinen Tag gestalte. Doof, ne? Aber hilft. Ziele zu haben hilft auch. Ziele helfen einfach zu sagen, ich habe eine Idee, wo ich hin will mit mir selber. Mit meinem Privatleben und mit meinem beruflichen Leben. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ich will morgen 3 Euro mehr verdienen und ich will übermorgen 5 Euro mehr verdienen. Das heißt aber schon, dass ich sage, ich will es im nächsten Jahr schaffen, eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Oder ich will in 5 Jahren aus diesem scheiß Laden raus sein. Oder ich möchte in meinem Hobby the latest and greatest werden. Keine Ahnung. Oder ich spiele im Moment in der 2. Liga, ich möchte nächstes Jahr in der 1. Liga spielen. Die Idee ist nicht von mir, gibt es einen hinteren Literaturtipp. Das initiale Anlegen dieser Ziele ist relativ viel Arbeit, weil man sich Gedanken machen muss, wo man hin will. Es hat sich aber als gut erwiesen, für 1 Monat, für 1 Jahr und für 5 Jahre Ziele zu vereinbaren, ein Datum daneben zu schreiben und das jeden Monat zu überprüfen, ob man da auf dem Weg ist oder nicht auf dem Weg ist. Wenn man jetzt ein sehr, sehr gutes Jobangebot hat und man hat da draufstehen, ich will mich sowieso beruflich verändern, gar nicht drüber nachdenken, machen. Ist nicht so einfach, klar, idealisiert. Aber wenn man eine gute Gelegenheit hat und man sagt, man will in 5 Jahren, weiß ich nicht, ein neues Notebook kaufen, man hat jetzt das Top-Notebook in einem wunderbaren Angebot, zugreifen in dem Moment, wenn man das Geld hat. Nicht drüber nachdenken, das steht da, das ist ein Ziel von mir. Also Chancen nutzen, wenn sie sich ergeben. In wem vereinbarst du denn deine Datenziele? Ich vereinbare meine privaten Ziele mit mir selber. Und ich sage meiner Frau, mach das bitte für dich auch. Und dann setzen wir uns zusammen und sprechen drüber. Und dann fallen einige Ziele wieder weg, weil die nicht zusammenpassen. Das ist ein Prozess. Also es können sich natürlich auch Lebensumstände verändern. Wenn du sagst, du hast jetzt einen total beschissenen Job und dann wirst du auf einmal in deinem Job befördert und du kriegst auf einmal eine total tolle Position, die dich total ausfüllt und die dich glücklich macht, dann kann das Ziel auch wieder wegfallen. Ziele sind realistisch, ne? Also ich kann natürlich mir ein Ziel setzen, ich will in 5 Jahren doppelt so viel Geld verdienen. Das Ziel werde ich nie erreichen. Oder nur durch Verkauf von CDs oder so. Das sind alles Ziele, die wir uns selber stecken, also um selber was zu werden. Du kannst zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal ein Ziel gehabt, dass ich den Job wechseln muss, weil mich dieser Job fertig macht, der letzte, und dann habe ich es dann auch gemacht. Man redet sich Sachen schön, man ist sehr, sehr schnell mit dem Status quo zufrieden. Und das hilft einem, sich weiterzuentwickeln. Aber ganz wichtig ist, dass man diese Dinge auch kommuniziert. Gerade im privaten Umfeld, du hast es gerade angesprochen, ist wichtig, dass man die Ziele übereinander legen kann. Natürlich, wenn du vorhast, ich sag mal, in 2 Jahren diesen beschissenen Laden zu verlassen, dann kann das beruflich bei dir auch bedeuten, dass du, ich sag mal, weiß nicht, 500, 600 Kilometer moven musst. Ja. Ja? Ja. Und das sollte, ich sag mal, mit der Lebensplanung der Familie in etwa in Einklang zu bringen. Absolut. Das braucht Vorbereitung. Meine Frau hat sich gerade als Hundetrainerin ausbilden lassen, die ist jetzt International Dog Trainer, die macht sich jetzt da selbstständig. Und wenn ich mal wirklich einen Kopf kriege, irgendwo anders noch hinzuwollen, den Job nimmt sie glücklicherweise mit. Dafür geht aber auch eins meiner privaten Ziele drauf. Es bringt mich nicht beruflich nach vorne, aber ich will sie natürlich in ihrem Vorhaben unterstützen. Auf der anderen Seite ist eins meiner beruflichen Ziele auf 5 Jahre, dass ich nur noch 80% arbeiten möchte. Das geht in der Schweiz relativ einfach, da kann man relativ stufenlos die Prozente hoch und runter machen, dass ich also einen Tag pro Woche zu Hause bleibe und Ubuntu mache oder Radio Tux oder was auch immer. Aber das hat was mit privaten Zielen zu tun. Mein Ziel ist es nicht, viel Geld auf dem Haufen zu verdienen, sondern mein Ziel ist es, ein erfülltes Leben zu führen. Das kann jeder halten, wie er möchte. Wer damit meint, glücklich zu werden, viel Geld zu verdienen, der kann es gerne tun. Bitte, Ziele sind möglich. Mein Ziel ist es nicht, aber jeder so, wie er will. Ja, Ziele sind smart, lässt sich relativ einfach behalten, sind spezifisch, man kann sie anfassen, sind messbar,
ich will irgendeine Gehaltserhöhung kriegen, ist vielleicht ein bisschen doof, deswegen sagt man, ich will in 2 Jahren 5% mehr haben oder so, das ist was Messbares. Sie sind angemessen, wegen Selbstachtung. Oft ist die Selbstachtung gestört, wenn man keine angemessenen Ziele erreicht hat oder sich vorgestellt hat oder sind Aktionen. Man kann auch selber was dazu beitragen, seine Ziele zu erreichen, das ist total wichtig. Man kann nicht sagen, ich will in 5 Jahren von meinem Vorgesetzten geliebt werden, das entscheidet der noch selber. Sie sind relevant, also für mich selber wichtig. Und Sie haben ein Schlussdatum, wann Sie abgeschlossen sein sollen. Dass man einen fixen Punkt hat, an dem man Sie überprüfen kann. Gilt übrigens für alle Ziele, auch für Projektziele. Oder Meilensteine. Zeiten kann man mit Alpen planen. Immer schriftlich festhalten, auch wenn es Zeit kostet. Es muss nur ein Satz sein. Länge der Bearbeitung realistisch einschätzen, das ist eine Übungssache. Also am Anfang klappt das überhaupt nicht, weil man gar nicht die ganzen Störungen mit einrechnet. Deswegen 40% Pufferzeiten einplanen. Entscheiden, was man selber machen kann oder wo man auf andere angewiesen ist. Und im Nachhinein überprüfen, ob das alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das ist ein Prozess. Ich weiß heute nicht ganz genau, wenn ich mit einer neuen Aufgabe anfange, wie lange ich dafür brauche, aber wenn ich sie zum dritten Mal mache, habe ich eine Idee. Es gibt nicht das optimale Zeitmanagementsystem für jeden. Es gibt viele Leute, die schwören auf Getting Things Done, ich finde es total bescheuert. Es gibt viele Leute, die benutzen bestimmte Tools und sind damit total glücklich. Super, jeder so, wie er will. Es gibt Leute, die machen eine Inbox Zero, das heißt, dass sie alles, was an Eingangspost bekommen, dass sie das sofort auf Subpostkörbe verteilen und dann weiter bearbeiten. Jeder so, wie er will. Es gibt keine eine Lösung. Es gibt eure Lösung und es gibt meine Lösung. Eure Lösung kann einen Teil von meiner Lösung beinhalten oder auch gar nicht. Aber es ist immer für jeden individuell, wie der eigene Arbeitsstil ist. Für mich hat es sich als gut erwiesen, früh auf der Arbeit zu sein, weil man früh morgens keine Anrufe bekommt. Das braucht ein bisschen Disziplin, auch morgens um 9 Uhr hier zu sitzen. Das braucht ein bisschen Disziplin, aber es hilft im Endeffekt auch, um über den Tag besser zurechtzukommen. Jeder so, wie er will. Andere Leute haben es lieber, wenn sie nachts arbeiten. Wäre überhaupt nicht mein Teil. Und das Unterste ist mir wichtig. Wenn man ein Werkzeug hat, sollte man die Probleme bitte nicht so zurechtbiegen, dass die Lösung, die man gerade rausfindet, zu dem Tool passt, was man einsetzt. Sondern man sollte eine Lösung finden, die unabhängig von einem Tool ist und hinterher überprüfen, ob man das mit den vorhandenen Werkzeugen benutzen kann. Also wenn ihr keine Fragen habt. Weil du gerade Inbox Zero erwähnt hast, wie machst du das? Was ich benutze, ist Task Warrior. Was ein einfaches Kommandozeilentool ist, mit dem man seine Aufgaben planen kann. Ich habe die Sachen in der Dropbox drin und habe die damit auf jedem Rechner verfügbar. Ich habe auch Dropbox auf meinem Root-Server installiert und habe mit meinem Handy auch SSH-Zugang, sodass ich auch da an die Tasks drankomme. Ja, es ist eigentlich für weiß auf schwarz gedacht, aber das sieht dann so aus, was man da so alles reinschreiben kann. Entschuldigung. Wenn man jetzt mal schon in der Schadenszone ist, weil das Zeitmanagement zu schießt. Aufgeben und stabile Seitenlage. Hinten anfangen. Erstmal Dialog suchen. Immer wichtig, ganz, ganz wichtig, Dialog suchen. Es hat ja oft was mit der Arbeit zu tun. Einfach zum Chef gehen und sagen, hör mal, hier läuft es im Moment runter und drüber, wir müssen uns mal unterhalten. Wir müssen uns jetzt irgendwie festlegen, was willst du als erstes haben, was willst du als letztes haben, was kann warten. Du bist derjenige, der entscheidet. Also du nicht du, sondern dein Chef. Du bist derjenige, der entscheidet, in welcher Reihenfolge ich meine Arbeit mache. Was ist dir besonders wichtig? Und wenn er sagt, es ist alles gleich wichtig, dann auch direkt sagen, ich kann es alleine nicht stemmen, hol bitte jemanden dazu. Gelingt es so, dass die Diskussion in Richtung Hauptversuche läuft? Ja klar. Das ist der Grund für Microsoft. Man will immer auf irgendwen mit dem Finger zeigen können. Hinnehmen, schlucken, neuen Job suchen. Nein, ich habe meine Berufslaufbahn habe ich in einem kleinen Unternehmen angefangen,
Und da war ich immer der, auf dem mit dem Finger gezeigt wurde. Die EDV hatte null Budget. Damals noch BNC-Verkabelung bei Netzwerkkarten. Ich habe mir die Freiheit genommen, 10 Netzwerkkarten auf einmal zu bestellen, habe einen auf den Deckel bekommen, obwohl ich irgendwie jeden Tag zum Shop gelaufen bin und Netzwerkkarten gekauft habe damals. Habe einen auf den Deckel bekommen, dass ich 10 auf einmal gekauft habe. Das waren, was waren das, 150 Mark damals? Ja. Aber es wäre okay gewesen, wenn ich jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag gelaufen wäre zu dem Shop. Das habe ich runtergeschluckt. Ich bin morgens um 7 Uhr im Unternehmen gewesen. Ich komme aus Van Eyckel, habt ihr ja gelesen. Habe in Köln gearbeitet. Ich bin jeden Morgen 2 Stunden mit dem Zug hin und 2 Stunden mit dem Zug zurück. Das war eine harte Projektphase. Ich bin abends um 1 Uhr erst aus der Agentur raus und bin dann abends, hat mich meine Frau noch abgeholt mit dem Auto, weil mit dem Zug war es damals, oder ist auch heute noch, illusorisch. Und ich habe mir anhören müssen, warum ich am nächsten Tag nicht um 8 Uhr im Unternehmen war. Das macht es einem relativ leicht, sich zu überlegen, wie man weitermacht. Ja, genau. Das heißt, hier geht es nicht ewig weiter, ganz simpel. Aber ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu den Leuten. Also auch ein Tipp von mir. Wenn man den Job wechselt, immer so wechseln, dass man wieder da anfangen kann. Also möglichst ohne Blut zu hinterlassen. Also immer sagen, es gibt wirklich nichts Wichtigeres als Arbeitszeugnisse. Das kann ich jetzt wirklich aus voller Inbrunst sagen. Zertifikate kannst du wegwerfen. Wenn du bei der Credit Suisse in der Schweiz anfängst, so wie ich, die wollen dein Arbeitszeugnis sehen und die wollen 2 Referenzen haben, die sie anrufen können und sich zu dir befragen können. Und wenn du da mit deinen alten Unternehmen gebrochen hast, sieht es ziemlich schlecht aus. Und immer so gehen, dass man wieder an. Man kann das freundlich sagen und sagen, Entschuldigung, ich sehe hier keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr, ich möchte gerne noch weiterkommen. Ihr seid ein bisschen zu klein dafür, ist ja nicht böse. Und sagen, wie es weitergeht. In dem Zusammenhang, auch wenn man, also das ist eine Sache, die ich ziemlich wichtig finde, auch wenn man manchmal vielleicht den Vorgesetzten gerne überfahren würde, immer businesskompatibel, immer freundlich sein, Distanz, nicht sich in technische Details vergehen, wenn es vielleicht auch ein Problem gibt, weil im Zweifel versteht das nicht oder das interessiert ihn im Grunde noch gar nicht, sondern immer so ein bisschen auch versuchen, das auf einem vernünftigen Niveau zu halten. Was halt immer ein bisschen schwierig ist, wenn man sagt, Mensch, du Penner, das ist jetzt bei uns noch nicht passiert, aber wenn man halt so ein bisschen ausfallen will, verliert man, glaube ich, auch immer so ein bisschen das Gesicht und man steht ein bisschen dumm da. Denn letztlich ist der Vorgesetzte derjenige, der mich beurteilt oder vielleicht auch dafür das Gehalt zuständig ist. Mit dem will ich es mir nicht verscherzen. Zumindest auch aus dem Zusammenhang, dass man vielleicht Referenzen oder so nennen sollte oder kann dann. Also wichtig ist halt so diese Business-Kompatibilität, auch wenn es manchmal echt schwer fällt. Als ich von der Roland, ich habe bei der Roland Rechtsschutzversicherung gearbeitet, mit Ramon zusammen, als ich da gegangen bin, wollte der Leiter der Informatik mich noch weiter behalten und ich habe gesagt, Entschuldigung, das Angebot ist mir zu reizvoll, ich möchte das gerne machen. Darf ich auf Sie zurückkommen, um Sie als Referenz zu verwenden? Sagt er, klar, gar kein Problem. Also immer so aufhören, dass man wieder anfangen kann. Man kann das ohne Blut machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil man eigentlich brastig ist und das nicht möchte, aber es hilft. Also das kann mehr kaputt machen als nur diesen einen Job tatsächlich. Und wenn du wirklich so nicht weiterkommst mit deinem Chef, würde ich wirklich suchen. Du hast eine ungekündigte Stellung? Ja? Nein, okay, ich kenne deine Situation nicht. Bei meinem letzten Job hat meine Frau gesagt, entweder du wechselst den Job oder ich gehe, wir trennen uns mal zeitweise. Du redest dir sowas schön. Hier habe ich eine Bombe, die ich kenne. Ich komme zwar jeden Abend unzufrieden nach Hause, dass ich das alles bei meiner Frau ablade und dass ich die anschnauze wegen der größten Kleinigkeit. Größte Kleinigkeit, auch schön. Dass ich die anschnauze wegen Kleinigkeiten oder dass ich sofort ausflippe, dass ich nicht mit dir reden will, wenn ich abends nach Hause komme. Das musste so sein. Also sie liebt mich immer noch, das ist überhaupt kein Problem, aber sie hat zu dem Zeitpunkt klar gesagt, ich kann nicht mehr mit dir im Moment. Wenn du so weitermachen willst, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Und da stand halt die Trennung, die temporäre Trennung im Raum. Ja, und dann habe ich angefangen zu suchen, habe 4 Wochen gesucht, habe 20 Bewerbungen geschrieben, hatte 4 erfolgreiche Vorstellungsgespräche und konnte mir aus den 4 was raussuchen. Deutsche Post, irgendwas in Luxemburg und 2 Angebote in der Schweiz. Das ist leider die andere Wahrheit, also wörtlich verändern wird man sich in der Regel schon müssen. Jetzt noch eine bessere Frage. Bitte, wenn man Projekte anfangen soll und kalkulatorisch, also zeitlich planen soll, man hat aber gar keinen Plan. Ich meine, wie kann ich 80% Puffer einplanen, wenn ich nur weiß, was an sich benötigt? Super schwierig. Mit anderen, wieder Kommunikation mit anderen reden, die sowas schon mal gemacht haben. Zum Beispiel auf der UBOCON jemanden suchen, der solche Projekte geleitet hat und sagen, hey, können wir das mal zusammen durchgehen?
Ich meine, so wie du das schilderst, so die Einstellung eines professionellen Projektleiters steht ja dann wohl auch eher nicht zur Debatte. Es gibt Leute, die können das richtig gut, deutlich besser als viele andere denken, aber ja, reden, viel kommunizieren. Es gibt eine Mailingliste, sage@guug, von der German Unix User Group. Die ist öffentlich, auch für nicht die German Unix User Group Member. Und da kann man solche Fragen zum Beispiel auch loswerden. Ich suche dir den Link gerne raus, ich habe die irgendwo. Ja? Sonst noch? Also die Möglichkeit, das kann man gleich mal ausprobieren. Wenn man halt, was weiß ich, 15 Server machen muss mit deren Spezifikationen einfach mal einstellen. Wenn die halt ähnlich sind, dann mache ich es meistens und erstmal ausprobieren. Und dann kann man es hochrechnen. Also was ich gemacht habe, als ich mal so 20 Server am Stück produzieren musste, ich habe die alle aufeinander gebaut und habe oben so eine KVM-Box darüber gemacht und habe die gleichen Tastenbewegungen auf jedem Server nacheinander gemacht. Ein Server 2 Stunden, 20 Server 3 Stunden. Also. Ich habe während meiner Studienzeit habe ich unglaublich viel in verschiedenen Jobs gearbeitet, zum anderen auch am Fließband. Und beim Fließband gibt es genau eine Regel, die besagt, nie das Werkzeug wechseln. So lange wie möglich mit einem Werkzeug arbeiten. Das gilt für IT auch. So lange wie möglich am gleichen Werkzeug bleiben und nicht von der Tastatur auf die Maus umgreifen. Das ist ein ganz doofes Beispiel. Kostet Zeit. Ganz doof. Sind aber nur Kleinigkeiten, aber das summiert sich im Laufe des Tages. Sonst noch? Danke für eure Aufmerksamkeit. Das Buch ist von O'Reilly, das möchte ich jedem ans Herz legen. Zeitmanagement für Systemadministratoren.